herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Bangkok und Umgebung. Wir sind heute schon wieder unterwegs, schon wieder eine längere Fahrt. Das ist leider nicht alles in Bangkok, wo wir überall hinfahren, sondern es ist einfach überall rundherum. Und es erinnert mich so ein bisschen nach Istanbul, ne? Für so 30 Kilometer außerhalb, schon 1,5 Stunden Fahrt. Ja, und jetzt fahren wir mal zu jemand, der sehr, sehr viele BMW schlachtet. Also was ich jetzt so über Google gesehen habe, waren auch viele E36, E46 Modelle. Und da würde ich gerne mal vorbeigehen. Der ist nur spezialisiert auf die Marke und vertreibt das Zeug. Jetzt würde ich gerne wissen, ob er das überall hinschickt. Wo schickt er das hin? Für welche Preise schickt er die Sachen? Oder beziehungsweise für welche Preise verkauft er die Sachen? Das würde mich natürlich interessieren. Da fahren wir jetzt mal hin. Also, mal eine Stunde Fahrt wieder. Da bin ich. Ich weiß, dass jeder von euch sagen würde, Junge, du bist in Thailand, was machst du? Geh doch mal einfach hier alles genießen, was draußen ist. Ja, aber das, was ich hier mache, macht mir viel mehr Spaß. Schaut mal her, da steht zum Beispiel draußen irgendwo so ein ganz alter, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der ist noch mal älter wie der 02, da stand mal so einer beim Raab auf der Bühne. So ein Weißer war das, ne? Keine Ahnung, was es ist. Aber schaut mal, seit wann steht diese E34 hier? Seit wann steht er hier? Ich traue mich da gar nicht, die Motorhaube aufzumachen, aber da sieht es leer aus. Allein was die Felgen jetzt mittlerweile bei uns gesucht werden, ne? Guckt mal dahin. Und hier ein E30. Und ich sehe auch wirklich gerade daran kein Rost. Wer weiß, wie lange der schon hier steht. Mit den Felgen sind aber Rechtslenker. Vor Facelift alles halt Rechtslenker. Hier ist es nicht so der Fall wie sonst überall, dass du hier diese besseren Autos im Prinzip als die Mercedes-Modelle wie in Japan, dass du sie als Linkslenker kriegst, sondern nein, als Rechtslenker. Und der hier, der Kollege hier, wo ich jetzt bin, der macht nur BMW-Modelle, importiert diese ganzen Autos oder beziehungsweise Autos und Teile und schlachtet sie teilweise hier. Zeige ich euch mal, wie das hier aussieht. Okay, danke. Guck mal hier. Nee, oder? Ach du Scheiße, okay. Komplette Front ist hier. Okay. Ja. Der zeigt mir zwei Sachen. Ich kann kein Wort Englisch. Ich kann nicht besser. Das heißt aber, wenn er könnte, hätte man ein Problem. Und hier sind die ganzen Felgen so. Ja, ganze Pakete hin sich, guck mal. Komplette Frontpakete. So wie sie praktisch am Band auch zusammengesetzt werden, ne? Ja, ein paar Felgen, auch gefragte Felgen. Aber ich komme jetzt nicht drauf, warum ist ein M5 hier? Guck mal hier, Getrieben, Motoren. Was sagt der Higgy? Was erzählt er? Ja, die importieren die halt aus UK und die vertreiben die in Asien. Größtenteils nach Malaysia, nach Vietnam und Laos. Okay. Aber ich habe hier gesehen, komplette Frontpakete und so, ne? Alles. Nice Job. Aber auch schon neuere Motoren, ne? Nicht nur altes Zeug. Ja, nicht nur altes. How long do you do that? How many years? Seit 10 Jahren macht er das. Ist schon ein Capsteller, der Typ, ne? Jetzt würde ich ihn gerne mal fragen, was so ein Motor kostet. Was kostet bei uns aktuell ein M52? Have you engine M52? How body size? B28 or so. 28,000. Mm-hmm. M52. B28. Yes, but that's a TU version. From E46, ne? Yes, P. Yeah. I mean from E36. E36? Yeah. When you have so an engine, how many cost that? When I buy the engine, or this one, or the old one? Full set, yeah. For a complete set, yeah. Mm-hmm. Without gearbox. Gearbox? Without, no gearbox, only engine. Translated. Yeah. To lecture, man. How much? Okay. How many? No. How much? How much? T500. 35.000 sind 1.000 Euro. Die 1.000. Ja, okay, so wie bei uns ungefähr, ne? Die Autos, was der 7 am besten mal kostet, weil das sind wahrscheinlich Fahrzeuge, die sie jetzt hier nach und nach schlachten.
da seid doch näher. Der hat bestimmt noch so schöne Abgasanlagen rumliegen hier. Was der 700 kosten würde jetzt hier, sowas? Oh, der macht mir jetzt sauber auf. Okay, V8, ja. Yeah. Ist my old car. Ah, ist ihr own car, okay. Sein ja, okay. Nein, ich will ja nur wissen, was die hier ungefähr wert sind hier, weißt du, sowas. 1 million. 1 million. 1 million, bei... Was sind das, 25.000 Euro? 25.000 Euro im 5-4? Ist echt, ja gut, bei uns, ja, minimal vielleicht mehr. So what? Body standard. Body standard. 520D. Diesel. 520 Diesel. Original body. Karosse. Ach, die Karosse war Diesel. Original body, Diesel. Okay. 520. Okay, and you make the swap. Swap. Okay, nice. Swap and fries. Nice. Wow. Okay. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum so viele halbe Autos hier sind, die sagen, die kaufen die ganzen Autos, gell, aber die müssen halbiert werden, weil dann zahlen sie hier ganz anderen Zoll, wie wenn sie das ganze Auto kriegen würden. Das ganze Auto wäre halt, das sind meistens wahrscheinlich Heckschaden oder Versicherungsfälle oder sonst was. Und dann kriegen sie so halb gestecktes Auto und dann zerlegen sie hier alles andere und verkaufen die hier in Asien, also in Malaysia und halt, ich glaube nach Japan nicht, in Japan hat genug. Und es ist halt für die ideal, dass sie auch einen Rechtslenker kaufen, weil die Autos hier sind ja auch das Rechtslenker. Jetzt Motoren so wären nicht wichtig, aber so Lenkgetriebe, Scheinwerfer und so. Aber die Preise geben sich nichts. Kostet alles genauso wie bei uns. Luftfilterkasten bräuchte ich E36 noch. Oh, hier ist ein bisschen dunkel. Hier Schläuche, alles schön sortiert, zerlegt. Klimakompressoren, Getrieben. Ja. Hier wieder die komplette Front. Nach oben? Ja. Oh, okay. Er zeigt mir gleich alles hier. Okay, das, oh, Türverkleidungen. Ich brauche so ein helles. Thank you. Krass. Ich finde es natürlich auch viel, viel besser, wenn die sich... Oh, yeah. Wärmeaustausch, ja, ja, I know. Ja, Gaspedale, ja. Alles schön sortiert hier. Abdeckungen, ach, Gearbox. Gear, ja. Gear. Oh, open. Open. Die Pullman da, ja, kaputt. Ich mal da. Ja, verstehen. Ja. Für den Tank, ja. Oh, Airbag. Airbag. Ja, ein Kopf. Die Gummis. Aber dass die Airbags so verkaufen? Ja. Na gut, die ist gut. Oder hat er auch noch? Okay. Schon krass, ne, was die hier. Ah, Spiegel, ja. Alles mit Zeichensprache hier, kriegt man schon durch. Aha, A-Säule, B-Säule, Verkleidungen, okay, nice, ja. Es wird sich hier schon lohnen, sowas, ne? Also bei uns in Deutschland, wenn du sowas aufstellst, ne, die Dinger kriegst du immer in verschiedenen Farben. Oh, schön sortiert. Radio. Ja, nice. Ich glaube, das ist der Besitzer hier. Yes, Klimabedienteile. Was hast du noch alles, Kollege? Oh, Airbag. Welcher? Ah, Steuergerät. Ja. Elektrik. Ah, jetzt. Das war. Oh, ein Schalter. Steuergeräte, Lichtschalter. Cool. Oh, da drüben geht's weiter, guck mal. Oh, ist schon geil, ne? Vor allem, was für ein Aufwand, das Ding alles zu sortieren, zu machen. Das ist ja ein Einzelteil, alles zerlegt hier. Ja. Armaturenbrett, ja. Ja. Teppich. Fliegender Teppich. Ganze Ausstattungen hier. Navigation. Alle möglichen Navigationen hier. Aber. E65, yes. Ja, verschiedene Sachen hier. Aber hier. Mini, ne? Minis, ja. Ja. Oh, nice. Ja. Also das hätte ich jetzt hier nicht erwartet, ne, dass das hier wirklich so alles akkurat sortiert wird. Oh, ein Paket hier. Und
wahrscheinlich auch natürlich so gut aufgenommen, ne? Dann läuft halt bei ihm alles gut, das Geschäft, wenn er alles bedienen kann, da alles rausziehen kann. Moment, ich muss da nur aufpassen, dass es mich nicht auf die Fresse schlägt hier. Higi, frag ihn mal, warum er die Autos nicht in Japan kauft. Ist doch viel näher und auch billiger. Ach so, okay. Ich kenne den seinen Lieferant, bei dem war ich doch. Der eine, wo der geschlachtet hat mal, weiß nicht mehr. Ach so. Wenn das der war. Also Hut ab, also die arbeiten in ganz andere Verhältnisse. Ja, das ist im Prinzip auch die Werkstatt, die hier ein, zwei. Gut, bei denen regnet es auch nicht, ne? Aber dass das Ganze hier auch so funktionieren kann, voll Respekt und Hut ab. Und ich feiere das, dass es die Leute auch so machen. Ja, wie schön alles sortiert ist. Ich wünschte, das wäre bei mir so. Guck mal, die ganzen Rücklichter sortiert, Kabelbäume sortiert, hier die Gurte drin, Anlasser, Lichtmaschinen. Und hier macht er seine Bilder, gell? Fotoecke. Das war mal ein Diesel. Den hat er komplett umgebaut auf M5. Mit Motor. War es 2000 Watt. Ja, das ist ja mal. Wie ja, die hier. Schnitzer, ja. Ich weiß, das sind doch keine Original, oder? Doch. Doch, das ist Tatsache. 2000 Watt, doch? Von wo? Was sind das? 500 Euro. Ha? Das ist 500. Nein. 300, wie viel? 3.800 wären 1.000 Euro. Nee. Nein. Wären 100 Euro. Ja. Wie? 50 Euro? Ja, sicher. Fragen wir mal, ob er noch ein paar Sätze hat. Hat er nicht? Oder verkauft er sie mir für 100? Ah, ich könnte den ganzen Tag nur so rumlungern. Das, was die meisten wahrscheinlich an Bars rumlungern, lungere ich gerne an solchen Stellen. Und das ist für mich eine Befriedigung. Und da sind auch wieder so Schnitzerfeigen im Eck. Ich tue euch mal hier, was bei dem auf der Google-Seite war, standen halbierte E36 und so. Sind aber wahrscheinlich schon ältere Bilder, ne? Die Autos sind jetzt auf jeden Fall nicht hier. Ja, cool. Wie gesagt, meinen vollen Respekt, was die Jungs hier so machen. Das ist wahrscheinlich seiner. Auf so einen hätte ich auch schon Bock. Ein IS, der 4.6er. Hätte ich schon Bock. Was ist der Nachbar? Oh, ich geh mal. Nee, Nachbar macht nur Werkstatt und. Hey! Hey! Please, help me. No. Thanks. Alter! Alex schneidet es raus. Sind gerade drei Hunde auf mich drauf. Die Bande da hinten. Den Hundeangriff habe ich überlebt jetzt. Mein Herz noch. Junge. Ah, ja. Okay. Ja, das ist die neue Generation. Machen hier Swap. Ja. Oh. Hat er sich alle E30er ergattert, ja? Alles, was im Umkreis geht. Krass, guck mal da hinten. Junge. Na, guck mal, da ist der Motor jetzt drin, ne? Oh, komm mal her. Also jetzt wird's brutal, Leute. Jetzt wird's brutal. Evo 2 Umbau und so aussieht M273 oder nee, M113. Oh, ich weiß gar nicht, wie das ist. Irgendwie haben sie den reingepflanzt. Ich frag mich, wie sie das mit dem Ding gemacht haben. Mit der Lenkung und so, weil ich kenne ja die Probleme von dem Auto hier. Aber komplett Evo 2. Da gucke ich mal ein bisschen genauer rein. Meine Lenkung ist gar nicht mehr drin, so wie es aussieht. Ja? Ja, müssen sie sich noch damit auseinandersetzen. Oh, den ist auch geschnitten. Oh, das ist auch ein Zweitürer. Guck mal. Aber die Proportion finde ich jetzt nicht so schön, wie ich das aus der Türkei kenne. Ist der gekürzt? Da ist der gekürzt. Das Dach ist viel kürzer. Higi, guck mal, ob dir was auffällt bei dem Auto. Bei dem, wo du dran stehst. Ja. Zwei Türen, ne? Ja, aber ist die Proportion nicht so kurz? Die ist richtig kurz. Die in voll gekürzt, gell? Naja, dadurch, dass der eben in der Hälfte nur kam, haben sie einfach noch. Ach so, wahrscheinlich, ja. Oh, Volvo. Oh, cooles Ding, ne? Aber hier in den 318, hier ist auch schon eingepflanzt. Sorry, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich überall hingucken soll. Vor allem, wo ich überall hintreten kann und nicht.
Da ist nochmal ein E30. Also sind schon motiviert. Ui. Sind schon motiviert hier so schöne Sachen zu bauen, ne? Nochmal E30 mit schöner Lederausstattung. Oder nicht, aber leer. So sieht er aus. Einfach mal ein E30. Hier nochmal ein E30 mit M3 Bodykit. Ist aber natürlich. Ui, ist das Blech? Ist wirklich das Blech. Okay. Ist nicht. Ui, ja, ja, okay. Das ist ein Volvo-Motor. Ein Volvo-Turbomotor hat er da drin. Hier nochmal ein E30. Kein Motor drin. Hier nochmal ein E30. Beide meinen E30 haben sie Volvo-Motor rein, gell? Da hinten. Und hier ist auch ein IS-Motor. Bauen die Dinger überall, so wie es aussieht, ne? Und hier ist ein E21. Das ist wahrscheinlich seine Hobbywerkstatt hier nebenher, ne? Higgi? Gehört das auch dem? Das gehört auch dem, ja. Okay, dann ist das hier seine Hobbywerkstatt. Wahrscheinlich, aber was für ein Hobby? Ja, cool. Und das ist das, was ich meine, ne? Das ist brutal. Brutal. Der überlegt gerade, wie er was machen soll wahrscheinlich. Higgi, hat er jetzt gesagt, dass er die Umbauten verkauft hier oder macht er die für sich selber? Da hat er nichts zu sagen. Nichts. Aber Hut ab. Ja, und genau solche Sachen wollen wir euch auf jeden Fall viel mehr zeigen. Die eine Hälfte von dem Auto. Ach so, jetzt, okay. Und dann sind sie komplett zerlegt dann hier. Ja, genau. Okay. Hälfte ab, zack. Ja, ja. Ah ja, da steht ja auch nochmal. Ach, das sind, die kommen immer praktisch so und die zerlegen sie dann hier. Richtig, ja. Oh, da ist aber anders. Der ist komplett. Nicht? Gut, wir packen es weiter. Wir suchen noch andere Werkstätten. Muss man ihn nur mal fragen, ob er andere Marken auch noch solche Händler kennt. Ja, klar, stimmt. Wo so ein paar RS6-Motoren oder so rumliegen, weißt du? Das wäre doch mal. Oder Porsche Turbomotoren oder GT3-Flügel oder so. Super, ja. Thank you. Check. Also mich wundert es Sigi immer, wenn solche Leute so, weißt, alles sortiert und schön und, das ist schon krass. So. Und die, weißt du, wie schwierig die das haben, ne? Die müssen das aus England die Sachen kaufen, herliefern lassen, zahlen hier zig Versandkosten, müssen dann wieder in andere Länder wieder rausschicken. So sieht man, das ist wie ein Aufwand ist das. Ja. Und das alles so zerlegen und halt, ja, ganz anders, also wie bei uns. Bei uns heißt es ja, weißt du, du kaufst hier vom Nebenort. Genau. Boah, wer soll das alles in Kleinanzeigen reichen? Das ist halt die Faulheit, ja. Ja, also das ist schon und halt akkurat, ne? Da, deswegen meinen vollen Respekt. Ich bin mal gespannt, ob wir noch ein paar solche Dinger Läden erwischen. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Herze auf meinem Google Map drauf, die immer nach und nach jetzt durchgehen. Wird aber schon wieder zu spät und wir müssen ja auch wieder fast 3,5 Stunden wieder zurück ins Hotel. Aber wir machen das Beste draus. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. Please, no, no, no. Oh, no, no, no. Take. Hey. Take. Good. Hey. Und ich schreie, no, no, no. Als würde der thailändische Hund mich verstehen, Alter.